Hey und herzlich willkommen zu dem Mittwochs-Update. Passend zur Weihnachtszeit. Ich habe in den News nur gesehen, dass da Pinguine sind und alles Mögliche. Also passt es ganz gut. Ich weiß nicht genau, wo es ist, aber wir können ja sowieso hier drauf reiten, also können wir uns auch nicht wirklich verreiten. Müsste auf dem Eis sein oder da oben. Ach nee, guck mal. Da ist ein Riesenpinguin. Oh Gott, ist der süß. Oh mein Gott, ist der süß. Und dort werden wir jetzt, der ist Flipper, dort werden wir jetzt das Rennen machen können. Flipper quäkt und schnarrt, aufgeregt, während er verzweifelt versucht, dir mit seinen Flossen vorzumachen, dass du auf dem Eis rutschen sollst. Es wirkt, als sollst du den gefrorenen Fluss hinunterrasen. 700 XP bekommt man fürs Pferd, also nutzt bitte ein unausgeleveltes Pferd, falls ihr noch eins habt. Okay, mal gucken. Oh, wo muss ich hin? Okay, die Punkte sind relativ weit auseinander und du hast nur 20 Sekunden oder 18 Sekunden, ich weiß es gerade gar nicht. 20 Sekunden hast du Zeit, um diesen Punkt zu bekommen. Also am besten nicht fällen, weil das ist hier, glaube ich, ziemlich schlecht. Oh Gott, da muss man außen rum. Ja, er hat nicht gelogen mit dem Schlittern. Bei diesen Erhöhungen weiß ich noch immer nicht, ob man da stecken bleibt oder stehen bleibt. Das ist immer so ein bisschen... So. Ich bin mal gespannt, wo das Rennen aufhört. Ich finde es sehr, sehr süß gestaltet. Hier sind noch überall Pinguine, die ziemlich groß sind. Also jetzt nicht so groß wie da eben. Ja, seht ihr mal, das ist gar nicht so einfach. Und wenn man einmal fällt, dann ist es gar nicht so einfach, da wieder hinzukommen. Oh Gott. Das ist... Machen wir mal ein bisschen langsamer. Ich denke, das ist dann ein bisschen einfacher. Da ist wieder ein sehr, sehr großer Pinguin. Oh Gott, das hat sehr viel mit Schlittern zu tun hier. Okay, dann müssen wir darüber. Die Sprünge finde ich auch sehr, sehr hoch. aber mir gefällt das sehr gut. Also ich weiß gerade gar nicht, ob man dann... immer 700 XP bekommt, fände ich auf jeden Fall ziemlich cool. Oh, das war gar nicht so schlecht, dass ich hängen geblieben bin. So, wie lange geht denn das eigentlich? Oh, es rutscht einer mit. Oh Gott, ist das süß. Zwei, kann man davon dagegen? Oh mein Gott, das ist ja... Ja, oh mein Gott, wie cool, ich liebe es. Das gibt es ja auch schon beim Wichterrennen und da kann man die ja auch umnieten. Oh mein Gott, ich möchte, ja. Das, ja, das ist immer das, was mir so viel Spaß macht. Ich reite mal alle Wichte um. Ich find's cool, dass man auch das bei den Pinguinen machen. Ach, rechts lang. Oh mein Gott, da ist ein Baum. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Falls das vorher schon da war, dann habe ich es echt nicht gesehen. Nee, wir müssen da rum. Boah, das ist ein sehr, sehr langes Rennen. Ach, schön entspannt und wieder los. Kann man die mitnehmen? Warte mal. Nein, schade. Habe ich den jetzt... Nein, okay, doch. Also man kann nicht alle Pinguine mitnehmen, aber den größten Teil, der halt mitkommt, den kannst du umnieten. Also wünsche ich euch dabei viel, viel Spaß. So, wo muss ich jetzt hin? Da hinten. Und da müsste gleich auch ein Stern. Oh mein Gott, ja. Yeah. Kommt ja meine kleinen Pinguine. Oh, lol. Das ist ein Bug. Okay, geschafft. Sehr cool, da kommt sogar die Pinguin-Musik, die man auch machen muss. Also man muss das ja auch selber machen. So. Flipper ist froh, dich zu sehen. Sie schlägt von Zücken die Flossen zusammen. Sie will dir offensichtlich sagen, dass du dich auf dem Eis so elegant bewegst wie ein Pinguin. Und ich fliege nicht so weit. wir haben dafür 700 XP bekommen und zwei Wintergrüße. Das finde ich sehr cool. Ich denke aber, kann man das auch hier starten? Ich weiß nicht, ob man hin und her reiten kann. Es ist aber auf jeden Fall noch was rausgekommen. Ich muss einmal kurz steigen. Und dafür müssen wir ins Weihnachtsdorf oder Winterdorf. Ich weiß immer nicht, wie man es nennen soll. Und das... muss ich sagen, finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Das werdet ihr auch gleich einmal sehen.
So, wir müssen nur noch hier runter und dann könnt ihr es auch gleich schon sehen. Wir haben auch noch ein Geschenk, das habe ich heute auch noch nicht abgeholt. Heute ist der 23. Ein nobles Gletscherbosal. Oh, guck mal. Okay, die Farbe ist jetzt nicht ganz so meins, aber an sich ist es doch ganz schön. Also ich finde es cool, dass wir sowas bekommen. So, und zwar haben wir hier verschiedene Tiere und ihr könnt entscheiden, welches ihr reiten wollt. So, hier kannst du statt auf deinem Pferd einmal auf einem ungewöhnlichen Tier reiten. Es gibt keine Ziele und du kannst so lange reiten, wie du möchtest. Aber diese Reittiere sind etwas schwieriger zu führen, als du es von Pferden gewohnt bist. Es gibt einige Dinge, die du nicht tun kannst, während du auf diesem Tier reitest. Zum Beispiel dein Outfit wechseln. Bring das Tier hierher zurück, wenn du mit dem Reiten fertig bist. Und jetzt sitzen wir auf einem Reh. Jetzt sitzen wir auf einem Elch. Ist das nicht cool? Ich weiß nicht, ob das die anderen sehen können. Ich glaube nicht. Ich finde es mega. Diese Idee ist so mega geil. Ich gehe nochmal zurück und möchte die anderen Tiere ausprobieren. Es ist geil. Ich kann auch springen. Es sieht nur ein bisschen komisch aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss einmal... So, wir müssen hier nochmal draufklicken, damit wir es wieder zurückbringen. Komm zurück, um zu reiten, wann immer du möchtest. Okay, wir haben schon mal den ausprobiert. Ich möchte jetzt nochmal die anderen... Oh mein Gott, wir können den Steinbock... So, hier kannst du statt auf deinem Pferd einmal auf einem... Achso, das kommt immer so. Jetzt sind wir ein Julebock. Julebock, keine Ahnung, wie man es aussprechen soll. Oh, da sitzen wir ein bisschen im Tier drum. Oh, ich finde es so cool. Ich finde es einfach so cool. Kann man damit einen Champi mitreiten? Das ist cool. Okay, gleich probieren wir nochmal die anderen aus. Aber boah, ich finde es schon cool. Oh, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Tier ihr auf jeden Fall immer nehmen wollt. Können wir auch einfach ein anderes anklicken, wenn wir darauf sitzen? Ich glaube schon, ne? Nee. Okay, ich muss das Tier erstmal zurückbringen und dann kann ich die nächsten nehmen. So, fangen wir mal weiter mit dem Hirsch an. Finde ich sehr, sehr schön. Oh mein Gott, ich bin ja winzig. Oh, warte, was ist, wenn ich absteige? Kann ich absteigen? Nein, ich kann nicht absteigen. Oh mein Gott, ich bin ja winzig. Oh mein Gott! Oh, was ist das? Oh mein Gott, ist das cool! Ich würde so gern wissen, was die anderen sehen oder ob die überhaupt nichts sehen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich werde immer den Hirsch nehmen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Reh ähnlich ist. So, aber wir probieren trotzdem mal alle aus. So, das Reh möchte ich nochmal. Oh, es ist schon süß, ey. So cool, ich bin so winzig. Guck mal, der Unterschied von mir. Also, oh, ja, krass. Okay, und? Der Bär. Jetzt bin ich gespannt. Oh mein Gott, wie cool. Oh ja, da sitze ich ziemlich schräg drauf. Ich glaube, ich nehme entweder... Oh Gott, was nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme den Elch, den ich vorhin als betitelt habe. Und ich möchte mal gucken, ob ich aus dem Winterdorf raus kann. Ich kann mich auf jeden Fall abholen. Oh mein Gott, bin ich riesig. Ist ja cool. Kann ich hier raus oder kann ich das nur hier drin? Oh, ich kann es mit rausnehmen. Das bedeutet ja, dass ich damit einen Champi mitreiten kann. Das ist so, so, so cool. Ich würde so gerne wissen, wie lange das drin bleibt. Vielleicht stand es auch irgendwo. Ich habe es noch nicht wirklich komplett durchgelesen. Oh, ich finde es so cool. Und man kann sich die auch mal genauer ansehen. Man kann leider nicht absteigen. Aber, boah, es ist so cool. Du hast ja den kompletten Überblick von allem hier. Aber leider haben die keine Springanimation, aber das ist ja gar nicht so schlimm. Aber bei mir steht ja immer noch Diamond Dance, also könnte ich damit theoretisch auch leveln. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich bin ein bisschen dämlich gewesen. Ich muss nochmal zurück ins Winterdorf, da ich euch noch ein Outfit zeigen will. Weil hier ist jetzt kein Pferd. Ist ein bisschen doof gelaufen hier. Also das Update finde ich sehr, sehr cool. Also es ist mal auf jeden Fall was Neues. Das
war noch nie da und es gefällt mir wirklich, wirklich gut. Okay, ich brauche nur noch mein Pferd wieder. Und dann kann ich euch nochmal schnell das Outfit zeigen. So, mal schnell hier runter. Es backt aber trotzdem ein bisschen. Uch, Gott. So, bringen wir das mal schnell weg. Hallo. Und jetzt können wir euch, kann ich euch das nochmal zeigen. Oder ist das gar nicht hier? Warte mal. Irgendwo müsste ein neues Outfit gekommen sein. Nun bin ich nicht hundertprozentig sicher, wo. Es kann sein, dass es hier mit reingekommen ist, dass man das erspielen muss, aber das ist nicht so. Oder ist das ein Hase? Es gibt ein neues Tier. Oder? Das ist kein Pinguin, definitiv. Oh, das ist ein Hase. Oh mein Gott, den will ich haben. Also ihr könnt jetzt einen Hasen bekommen. Ah, hier sind die Sachen. Guck mal. So, sogar ein Halfter ist dazu gekommen. So, wir haben ein Western-Outfit, ein komplettes. Das ist sehr blau gehalten. Das ist eher so für die Winterzeit. Das passt auch ganz gut rein mit den... also es passt auf jeden Fall vom Design her. Für mich persönlich finde ich es etwas zu viel. Ich bin auch nicht ganz so der Western-Typ. Also auf den Friesen finde ich, passt das jetzt auch in meinen Augen nicht. Das Halfter finde ich sehr süß, ist auch Jumpy-tauglich. Was ich nur schade finde, dass da kein Strick drin ist. Das wäre so cool. Ja, die Trense gefällt mir jetzt nicht so, aber die Satteldecke finde ich ganz schön. Der Preis ist natürlich wieder etwas teuer. Muss man halt gucken, ob es einen das wert ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß mit dem Rumreiten. Also ich finde es sehr cool und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!